Und das passt auch dann perfekt zu meinem zweiten Platz, nämlich zu Star Wars Battlefront 2. Entschuldigung, einmal kurz nachkräftig. Du darfst weitergehen, ja? Ja, Star Wars Battlefront 2, also Battlefront finde ich generell eigentlich richtig cool, habe ich mir vielleicht sogar überlegt, das zu holen. Ich bin zwar eigentlich kein Battlefield-Fan, kein Shooter-Freund, aber weil ich Star Wars übertrieben feier und ich das eigentlich ganz cool finde, dachte ich dann so, okay, ist eigentlich ein cooles Spiel. Aber ja, ganz klar, da hat man halt auch genau dieses Problem wieder. Und dann halt auch diese Mikrotransaktion. Und ich finde, es geht halt auch gar nicht. Weil es ist halt mit diesen Ingame-Charakteren so, also zum Beispiel, wenn man Darth Vader spielen wollte, hat man, keine Ahnung, 100 Stunden Spielzeit benötigt oder so. Ja. Und ich finde, es geht halt gar nicht. Und danach war EA so richtig keck drauf und hat dann gesagt, okay, wir machen einfach mal die Charakter ein bisschen. Ne, wir geben euch mehr. Ne, wie war das? Irgendwie so, gell? Wir geben euch mehr Loot Also oder wie? erstmal nimmt sie ja die Mikrotransaktionen raus, aber das war ja wohl anscheinend auf Anraten von Disney, sage ich mal, ja. Ja. Und dann war es das so. Dann haben sie die Charakter teurer gemacht. Ne, günstiger. Nee, günstiger, aber dann hast du auch Genau, weniger günstiger. Und Geld. dafür hast du auch weniger bekommen. Also, wenn du Match absolviert hast, dann hast du auch weniger bekommen. Deswegen hat sich quasi voll ausgeglichen und deswegen hat es gar nichts gebracht. Richtig. Das ist schon allein, das ist so frech einfach, ja. Ja, das ist halt echt krass. Er kam hier irgendwo ein Checkpoint, nicht, dass wir dann nochmal 10 Kilometer zurückgesetzt werden. Es kam, Lol. glaube ich. Ich habe wieder auf einen draufgetreten, ja. Der war aber oben. Ja, eben. Ja, der Naja, müsste der Richtige sein. wir werden einen finden. Genau. Also von den Fackeln her geht es hier irgendwo weiter. Wir sind ja hier und dann sind wir ja irgendwie in die Burg hoch. Keine Ahnung. Mal zurücksetzen. Ja, komm. Naja, also das finde ich halt einfach nur bescheuert. Ja, man muss sich vorstellen, die Fans Ja. sagen, wir finden das scheiße, dass man da so lange braucht. Und dann sagt EA, okay, wir kommen euch entgegen und danach verarschen sie ihre Fans da nochmal. Ja, Also, das ist das. halt echt krass, ja. Vor allem, die sind ja auch noch so dreist, dann auch noch so jetzt als hier barmherzig darzustellen. Ja, guck mal, wie groß, wie barmherzig wir sind. Wir entfernen jetzt die Mikrotransaktion. Ja, vielen Dank, Alter. Ja, ist halt echt so. Und Also es ist halt deswegen. so schade, ja, das Spiel, das sieht so gut aus. Es hat wohl so Ja. gute Star Wars. Okay, das Gameplay ist casual AF, aber naja. Hier geht es weiter. Ja, unten oder oben. Hier wahrscheinlich. Und das ist halt einfach. Na, einfach halt ärgerlich. Ist halt echt so. Das war ich echt enttäuscht. Ja, das stimmt wohl. Da sind wir hergekommen. Und deswegen, ich darf ein bisschen runter. Stimmt. Du hast vollkommen recht. Und deswegen bei mir auch wahrscheinlich sehr verdient Flop 2. Richtig. Dann kommen wir zu deiner Top 2. Das ist Wolfenstein 2, ja? New Ich Order. hab. Nein, The New Colossus, ja? Weil New Order war, New Order war das andere. genau, das habe ich schon als Let's Play gesehen. Und das zeug ich gerade auch selber. Und das Spiel ist einfach fett ohne Witz. Ich finde, das Universum dahinter ist halt hammergeil, ja? Jetzt nicht aufgrund seiner Ideologie, sondern einfach dieses. Ich finde es halt mega spannend, dieses, was wäre passiert, wenn die fucking Nazis, ja? Okay, was das jetzt ein zurück, interessant, halt den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Und ja, wie gesagt, das finde ich halt einfach spannend und das, ich finde, das Spiel setzt es halt mega gut um. Ja. Also wie gesagt, einfach, vielleicht bin ich da jetzt auch noch mal ein bisschen euphorischer, weil ich so etwas der Geschichte-Freak bin, ja. Wir waren bei Top 3 übrigens, habe ich bald gesagt. Wir waren bei. Nein, wir sind bei Top 2. Aber ich habe mein Top 3 noch gar nicht gesagt. Ich aber. Cool. Ja, hol's nicht. Egal. Auf jeden Fall, mein Top 2 ist Wolfenstein, ja. Ja, Ja, be with ich it. glaube, wenn man ist. Also, ich muss sagen, mich interessiert es nicht so arg. Also, mir ist es einfach ein bisschen. Keine Ahnung, interessiert mich halt nicht so die Story an sich. Aber wenn man halt gerade wie du so ein Geschichtsfreak ist, ist es halt mega geil, glaube ich. Und ja, auch ich sag mal, wenn man jetzt nicht so geschichtsaffin ist,
Was auch ganz cool ist, ist halt, also die Shooter-Mechanik ist halt einfach gut. Genau, ich wollte gerade sagen, das Spiel ist halt, also das ist halt gnadenlos, ja. Das ist, also das ist nicht so wie in Call of Duty, so, ja, du spielst jetzt zwei Level, dann kriegst du hier eine neue Waffe, dann levelst du hier wieder, sondern du gehst halt rein, ballerst die weg und dann gehst du wieder raus, ja. Und das ist halt das Gameplay davon. Aber das ist halt auch gut, ja. Ja, klar. Im Gegensatz zu irgendwelchen Scheißdränken, ja, in Minecraft. Okay, dann mache ich weiter mit meinem Top 3, was ich noch nicht gesagt habe, glaube ich, oder? Nee, ich habe das noch nicht gesagt. Und mein Top 2 auch noch gleich. Da, ab der Top 3 fand ich es echt schwierig, mich zu entscheiden. Mhm. Muss ich sagen. Also generell ist es mir dieses Jahr viel schwerer gefallen als letztes Jahr. Da waren ja auch für letztes Jahr Spiele drauf, die ich nie gespielt habe. Dieses Jahr sind nur Spiele drauf, die ich gespielt habe. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, aber... Okay. Naja, also bei mir ist auf Platz 3 For Honor gelandet. Ein Spiel, was sehr viel geflamed wird. Ich finde es sehr viel zu Unrecht, weil viele sagen, es ist schlecht gebalanced. Nein. Okay, das kann ich verstehen, es ist wirklich nicht so gut gebalanced. Aber das Spiel halt gegen scheiß Bots, ja, und trainiert ein bisschen. Weil viele sagen, das Spiel ist einfach scheiße unfair. Das stimmt nicht. Die Klassen sind unbalanced, ja, das stimmt auch nicht. Das Problem ist halt, wenn man einsteigt, es ist überhaupt nicht einsteigerfreundlich. Es ist halt wirklich ein ziemlich fettes Competitive Game. Das heißt, wenn du halt scheiße bist, kriegst du nur auf die Fresse. Und ja, dann schiebt man das Spiel halt die Schuld gerne mehr aufs Spiel. Das mache ich ja selbst auch. Und sagt halt, das Spiel ist scheiße, macht's aus und das war's. Ja, aber es ist halt das, wirklich das cool. Das ist echt durch die heutige Community geprägt, sag ich. Also, ja. Es wird immer gleich ein Detailspiel, ja. Und wenn du da mal richtig, weißt, aber dann feiert die Masse so einmal ein Spiel, ja? Aber wie, und dann wie, du sagst ein Wort dagegen, ja? Deswegen, naja. Das ist einfach... Warum werde ich denn zurückgesetzt? Es ist immer so, wenn ich jemanden auf For Honor anspreche, kommt der direkt, scheiß Spiel. Aber ich finde es voll gut umgesetzt. Ich finde die Charakter cool, die sind echt einigermaßen realistisch nachempfunden, auch mit Animation. Man hat super viele Customization-Möglichkeiten. Das Gameplay ist einfach richtig gegen gut durchdacht. Nee, nicht unbedingt. Also du kriegst, also klar, man kann es auch für echt Geld kaufen, aber das macht keiner, wenn man in-game eigentlich ziemlich viel kriegt, finde ich. Ja, du kannst halt gut fahren. Oh, ja, Mann. Also ich habe über 200 Spielstunden in dem Spiel. Mir macht's richtig viel Spaß, ich find's cool. Deswegen bei mir auf Top 3. Genau, das ist jetzt halt wieder. Ja, du hast Spaß an dem Spiel, ja, und dann, ja, scheiß drauf, ja. Wie gesagt, ja, ich sehe es halt ähnlich wie du. Also klar, ich hatte mir schon auch überlegt, mir mal zu holen, aber ich habe es halt auch bei Release, habe ich es halt nicht geholt, da war es mir halt zu teuer. Das war halt so, ja, das macht schon Bock. Ich habe das ja in der Beta mit Simon ein bisschen gezockt. Das war so, ja, das macht schon Bock, aber mir ist jetzt halt keine 60 Euro wert. Und jetzt, ja, jetzt wäre es zwar im Sale immer wieder so für 30 oder so, aber da weiß ich, wenn der einsteigt, ich wäre nur gefrustet, weil ich halt nur auf die Schnauze kriegen würde. Ja, da muss man sich halt echt drauf sagen, ich könnte mich da jetzt noch reinfuchsen, aber da habe ich keinen Bock drauf, ja, und dann lasse ich es halt, ganz einfach. So. Ist halt richtig tryhardes Game. Genau. Und für Tryhards macht es halt Spaß. Genau. Oh Mann! Komme ich gleich zu meiner Top 2, das ist The Legend of Zelda Breath of the Wild. Auch ein Switch-Titel, der mir extrem gut gefallen hat. Da fand ich es, war einfach richtig cool, die riesige Spielwelt. So viele verschiedene Quests, die man machen kann. Die Hauptquests fand ich eigentlich auch richtig cool. Einfach richtig klasse Atmosphäre. Es war halt Skyrim in noch besser, fand ich. Komm! Yes! Ja. Mit Zelda, also ich glaube, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, das kennt ihr die meisten von euch, das Spiel. Und ich finde super, Grafikstil krass. Also das heißt krass, natürlich. Alles es angepasst. Aber ich finde den Grafikstil hübsch, ja? Also ich finde jetzt... Der ist echt hübsch. Ich finde jetzt nicht, dass es schlecht aussieht, also... Ja, also ich habe es ja auch gespielt und mich ja... Ich habe einfach einmal mehr gemerkt, dass diese Art von Spiel nichts für mich ist. Ich bin einfach Hauptquest, bam, durch und dann kriege ich halt ab einer bestimmten Stelle kriege ich einfach nur noch auf die Schnauze, weil mein Charakter halt einfach underlevelt ist. Aber wie gesagt, ich hatte meine, keine Ahnung, 30 Stunden damit Spaß und dann nicht mehr. Ja, also es ist halt unterschiedlich. Also ich fand's top, das Spiel, genau genommen Top 2. Und dann kommen wir zu deinem Flop-Titel Nummer 1. Da bin ich mal gespannt. Ja. Brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ist nämlich Star Wars Battlefront 2. Wer hätte jetzt gedacht, ja? Überraschung. Ich bin halt ein, ja. Dachte mir schon. Ich bin halt sehr Star Wars-affin, sag ich mal. Und Shooter-affin und Battlefield-affin. Und dann ist sowas halt einfach nur noch frustrierend, ja. Weißt du, der erste Teil war halt echt
unterwältigend, ja. Da denkst du so, ja komm, jetzt machen sie es besser mit Story-Kampagne und so. Und dann kommt einfach das, was kam, ja. War einfach nur noch Kacke. Ganz ehrlich, ja. Ist einfach so strohdumm nur noch. Die verantwortlich davon, ah! Ganz ehrlich, so. Einfach nur frustrierend, ja. Das stimmt. Also ich finde, weißt am Anfang habe ich mich da echt drüber geärgert, aber irgendwann wird es einfach nur noch frustrierend, ja, weil ja, weißt du, das war jetzt einfach die konnten jetzt testen, ja, alles klar, so weit können wir mit dem Lootbox gehen, da wissen wir jetzt Bescheid und dann, ja, warum werde ich denn immer zurückgesetzt, wenn ich oben bin, ich verstehe es nicht. Ja, du hast doch gesehen, ich war ganz oben und dann werde ich einfach... Ja, ich dachte, ich bin auch schon länger. Und halt vom Himmel zurückgesetzt. Okay, aber über Battlefront haben wir schon geredet, also das... Ja. Zurückgesetzt! Ja, du kommst immer ins Wasser. Nein. Das blubbert so, du musst aufpassen, dass du nicht ins Wasser kommst. Ganz gerade. Hier ist ein Wasserstrahl auch an der Seite. Guck. Okay. Genau. Bei mir ist auf Flop 1, ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben, ich hätte vielleicht ein bisschen switchen sollen. Ich habe bei mir Outlast 2. Paddy. Denn ich bin ein... Fan von Horrorspielen und ich fand Outlast 1 fucking awesome, muss ich sagen, ja. Gerade die Story und so fand ich richtig gut gemacht mit diesem Irrenhaus und diesem, wie hießen die da, diese Company halt. Also war richtig gut, war richtig spannend, hat Spaß gemacht. Und dann war Outlast 2 so richtig komisch einfach mit irgendwie so einer christlichen Sekte, die da irgendwie Bullshit machen. Ich fand's einfach nur komisch. Es gab ganz kurz in einem Brief eine Anspielung auf Teil 1, das war's aber auch schon. Das Gameplay war scheiße, also wirklich... Es war immer das Gleiche, es war einfach nur langweilig. Es war auch irgendwann gar nicht mehr gruselig. Am Anfang fand ich es ziemlich gut gemacht, ziemlich gruselig, aber nach den ersten 20 Minuten einfach nicht mehr wirklich gut. Also, muss ich echt sagen, fand ich sehr enttäuschend, das Spiel. Ja. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt halt nur sagen, was ich so insgesamt gehört habe, dass es halt viele sehr kacke fanden. Ja. Und ja... dass halt viele, vor allem die den ersten Teil halt gemacht haben, halt einfach enttäuscht waren. Und das ist halt immer kacke, ja. Es ist auch sehr lang gezogen, muss man sagen. Also es ist wirklich richtig komisch. Es ist immer das Gleiche und es ist voll lang gezogen. Also was Jo auch vorhin schon gesagt hat. Ja, am Ende war es nur noch, man hat gemerkt, man braucht noch ein bisschen Spielzeit. Da machen wir noch hier eine Höhle rein, machen wir noch da eine Mine. Aber im Grunde ja, okay, war es halt... einfach go. Und Story gab es im Grunde keine. Also es war, man wusste nicht wirklich, was die Story war. Das war halt das Problem. Also... das war halt einfach nur komisch und scheiße und... ja. Scheiße. Das ja, ärgerlich, ärgerlich. War auch echt frustrierend, weil ich habe mich echt gefreut auf den Teil. Das sehr ist ja gut, muss ich aber dafür sagen, Resident Evil mag ich eigentlich gar nicht und Resident Evil 7 war dafür top. Ja. Also das war so der Ausgleich dafür. Ja, ist echt not bad auf jeden Fall. What the fuck? Also ich habe ja die auch die Demo davon gespielt, beziehungsweise... ja, auf die Beta-Demo. Ja, Beta sind ja heutzutage eigentlich mehr Demos. Ja. Und ja, selbst ich, wo ja absolut Horror richtig kacke findet, ja, hatte durchaus meinen Spaß, ja. Also wie gesagt, ich fand es einen guten Gag mal für den Kanal. Ja, hat durchaus Laune gemacht, muss ich sagen. Also wie gesagt, dafür, dass ich eigentlich kein Horror mag. Ja, genau. Also ich verstehe den Reiz halt dahinter nicht, weil. Also. Wenn ich Bock habe, mich zu erschrecken, ja, dann kann ich mich auch um 2 Uhr nachts in die S-Bahn setzen. dafür muss ich nicht noch 60 Euro ausgeben. Nice. Also, wie gesagt... Nee, ich finde halt bei Horrorspielen oft die Story relativ interessant. Ja, vor allem bei Outlast. Nee, also ich fand die Story von Outlast 1 echt nicht schlecht. Ja, keine Ahnung, Mann. Also so die Hauptstory, also klar, man hat immer so Horrorszenen drin, ist ja klar beim Horrorspiel. Aber die Main-Story an sich fand ich ganz cool, interessant und so. Und ich find's eigentlich cool, so eine gruselige Atmosphäre ein bisschen rumzulatschen und so. Ja, keine Ahnung. Ich mag's. Ich hab ja keine Ahnung. Ich weiß nur, dass in... Jumpscares mag ich auch nicht so sehr, muss ich dazu fügen. Dass in also ein DLC, naja, der eine ein bisschen kürzer gemacht wird untenrum. Ja, das Whistleblower der jetzt. Ach, jetzt vorbei die Map. Ja, da müssen wir noch ganz kurz eine andere anfangen. Aber wir brauchen die viel zu lange.
Ja. Also eigentlich haben wir ja nur die Top 1. Keine Ahnung, was du machen willst jetzt. Ja, die bringen wir noch kurz rein. Wir springen hier mal ein bisschen rum. Also, deine Top 1. Hätte ich vielleicht auch noch ändern sollen, bin ich vielleicht auch ein bisschen uninformiert, aber ich habe da tatsächlich Super Mario Odyssey, ja. Okay. Ja, mich hat es einfach gefreut, dass mal wieder ein solides halt Mario rauskam und nicht das 5000. Super Mario Bros. New 3D XL Ja, auf jeden Fall. Goldmünzen Farm Shit. Hast du es eigentlich mal gespielt? Nee, ich hab immer mal wieder reingeguckt, halt LP, Streams, bla bla bla. Und halt alles, was ich gesehen habe, hat mir halt echt gut gefallen. Was ich an dem Spiel halt echt krank fand, war dieses so, ja, wir sagen dir nicht, mit WASD läufst du vorwärts, links, rechts, rückwärts, drücke Steuerung, um dich zu ducken, sondern die geben dir einfach einen Controller in die Hand, eine Spielwelt, ja, und allein dadurch, dass du rumläufst, ja, kriegst du einfach raus, was du machen musst. Ja, auf jeden Fall. Das ist Das richtig gut. haben die halt echt krass hinbekommen. Ja, generell, das Spiel ist top. Also auch von den Ideen von der Open World her. Ich finde es richtig gut. Eben. Deswegen bei mir auch auf Platz 4. Also Ich fand's halt, sie haben es absolut halt gut. auch echt gut geschafft, so einfach, sag ich mal, Mario in so ein modernes Zeitalter mal zu bringen, sage ich jetzt mal. Ja. Und es ist halt echt gut für die Switch optimiert, Das ist super, weil du ja. kannst dich in den Titel halt 3 Stunden reinknien, du kannst aber halt auch mal 20 Minuten nur in der Bahn spielen und 2 Monde sammeln und dann wieder aufhören. Und Ja, das ist das halt stimmt. echt gut. Ja, generell, also alle Spiele, die ich jetzt bei mir bei Top genannt habe, sind auf jeden Fall vom Score her 90 oder höher, für mich selbst. Ja. Also, dass jetzt keiner hatte, weil er es schlecht fand. Nur Ja, weil vor jetzt allem jemand Star Wars sagt, war nur auf Battlefront Platz 4 3, bei ja. dir. 2. Ja, bei Top habe ich gemeint. Ja, Bei bei Flop Top. natürlich nicht. Aber die Kritikpunkte, die ich vorhin gesagt habe, kannst du mit dem was anfangen? Ja, ich denke schon. Also. Ja, ich glaube, da muss man selbst gespielt haben, um die Ja, Kritikpunkte denke ich auch. dann auch wirklich. Tausche Mario und Rabbids gegen Super Mario Odyssey. Wenn ich es zu 100% fertig habe, kann ich es dir gerne ausleihen. Ja, ich bin schon fast durch, es dauert nicht mehr lange. Ja, Hoffe mal ich. schauen. Gut, dann kommen wir noch zu meinen Top 1. Dann kannst du wahrscheinlich wieder gar nichts anfangen und wahrscheinlich die meisten nicht. Aber ich fand es einfach unglaublich geil, dieses Spiel. Es ist mein Lieblings-Fire Emblem. Es ist Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Ich finde halt einfach das Strategiespielprinzip von Fire Emblem richtig gut. Dieses Rollen-RPG-Spiel macht mir richtig viel Spaß. Das Layout war cool. Es war ein bisschen weg von den neuen Fire Emblems. Also da war ja viel zu viel GUI, fand ich immer. Es ist einfacher gehalten. Es ist auch ein bisschen komplexer gehalten. Man muss sich ein bisschen mehr zusammenrechnen und so. Es macht wirklich Spaß. Es ist auch echt anspruchsvoll. Man hat aber auch ein bisschen den Frustfaktor rausgenommen durch das Zeitrad der Miller, mit dem man ja einen Zug rückgängig machen kann. Und was halt wirklich richtig geil ist, ist die Story. Also eine der besten Stories, die ich überhaupt in einem Videospiel gehabt habe bisher. Richtig gut. Also ich finde es auf jeden Fall auch richtig gut, dass sie keinen komplizierten Namen gewählt haben. Ich habe auch richtig geilen Plot-Twist drin, ja. Also nicht nur einen, mehreren. Also hat mir echt Spaß gemacht, das Spiel. Es war halt so, ich habe. Meinst du den, wo Marv vom Turm gestoßen wird? Ja, genau. Von Gandalf in Mordor? Im Motor. Das war schon krass. Das war echt krass. Dann kam Also das hätte Snape ich noch. nicht erwartet. Nee, also, das ist mein Top 1. Fand ich richtig. Hat mich sehr überrascht. Also, ich war ja irgendwie null auf das Spiel gehypt oder irgendwas. Hab gedacht, okay, ist ein Remake. Schauen wir es uns mal an. Aber war echt richtig gut. Jo, also, das waren unsere Top und Flop 5 Spiele. Schreibt uns auch gerne eure Top und Flop in die Kommentare. Oh ja, das würde mich auch mal interessieren, ja. Wie das denn bei euch aussieht. Was hat euch am besten gefallen? Was findet ihr scheiße? Könnt ihr unsere Meinungen teilen? Sagt ihr, die labern nur Bullshit? Habt ihr schon lange Ja. abgeschaltet? Welche? Voll Wenn du übel noch kann einmal man Papsi beleidigst, dann melde ich dich. es nicht. Genau. Also, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch dabei seid. Wird uns interessieren. Wenn nicht, dann halt nicht. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Beziehungsweise es kommen ja auch ein paar Videos, denke ich. Also bei mir kommt noch ein bisschen was. Bei dir kommt wahrscheinlich auch noch was, oder? Kommt noch Ja. was? Jo, dann guten Dann Rutsch, ja. bedanken. Lasst Genau. euch nicht so arg triggern. Habt Spaß bei PUBG und dann. Will das ausgleichen. Ja. Ja, also natürlich guten Rutsch und dann sehen wir uns im nächsten Jahr gesund und munter wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Haut rein.